Guten Morgen miteinander. Nicht etwa der Moderator ist krank und ich ersetze ihn, nein. Ich habe die Ehre, den heutigen Morgen mit meinem Referat zu Was bedeutet Digitalisierung der Kommunikation für die Führungsarbeit von Schulleitungen zu beginnen. Vorweg eine kleine Bemerkung. Das Ganze läuft hier ja unter dem Wort Mini-Symposium. Ich weiß nicht, wer von Ihnen der damaligen Zeit im Gymnasium noch Griechisch und Altgriechisch gelernt hat. Symposium kommt von Symposion. Und das bedeutet Altgriechisch nichts anderes als ein Trinkgelage, an dem philosophische Gespräche geführt wurden. Also das heißt mit anderen Worten, und noch etwas, die Frauen waren nicht dabei, die waren ausgeschlossen, sind zwei Dinge, die heute Morgen in dem Fall nicht stimmen zu diesem Symposium. Wir haben nichts zu trinken. Also können kein Gelage machen und es sind zu viele Frauen da. Also das heißt mit anderen Worten, ich werde dem Veranstalter zurückmelden, dass er in der Kommunikation das nächste Mal ein bisschen vorsichtiger sein soll, denn vielleicht sind ja einige von Ihnen nur gekommen, um zu trinken. Wie auch immer. Digitalisierung trifft die Schule. Ich möchte ganz kurz als einen zweiten Punkt meiner Einleitung sagen, ich habe sehr, sehr viel, was Sie hier sehen und lesen können, was ich Ihnen erzähle, aus eigener Erfahrung aufgearbeitet. Das ist sehr pragmatisch ausgerichtet. Ich will Sie nicht mit zusätzlichen Theorien belasten, das bringt nichts, sondern was meine langjährige, jahrzehntelange Erfahrung in der Bildung gebracht hat. Ich möchte nur zwei, drei wenige theoretische anfangs theoretische Erklärungen geben, damit wir, was die Verständigung betrifft, dann auch vom genau gleichen sprechen. Wir leben alle im Informationszeitalter, das wissen wir. Ich spreche nicht von der Digitalisierung, das ist ja eigentlich nur die technische Seite davon. Und was für mich wichtig ist, das merkt man in der Schule, noch nie war Information so günstig zu haben, raumunabhängig und schnell. Ich habe damals während meines Studiums noch viel Geld ausgegeben für ein Lexikon. Das sind zum Teil Tausende von Franken gewesen, oder? Und 10 Jahre später war es veraltet. Und alle diejenigen damals, auch Microsoft mit seiner Enzyklopädie, die haben geglaubt, das kommt nie mit dem Wikipedia. Und Sie wissen, wie Wikipedia entstanden ist. Das ist eine private und Sie können in Wikipedia mitmachen. Und heute verkauft niemand mehr solche Lexika. Das heißt, da ist der ganz große Wandel gekommen, Buchdruck leidet darunter und ich würde meinen, dass die Digitalisierung etwa gleichzusetzen ist wie damals mit dem Beispiel, das ich Ihnen geben kann, als der Buchdruck erfunden wurde. Und mit der Erfindung des Buchdrucks waren dann letztendlich die Priester nicht mehr nötig, das waren die einzigen, die einigermaßen lesen konnten, oder um den Leuten zu erzählen, was in der Bibel steht. Plötzlich konnte man die Bibel günstig drucken. Das war dann das Ende eigentlich oder die Einleitung der großen Säkularisierung. Und ich denke, dass wir heute in etwa einen gleichen revolutionären Schritt machen, durch das, dass es noch weitergehen wird mit der Digitalisierung. Erschwerend kommt dazu, dass sehr häufig Information und Kommunikation verwechselt wird. Das ist in der Tat überhaupt nicht dasselbe und darauf werde ich ganz am Anfang kurz eingehen, denn mein ganzes Referat zieht sich immer wieder auf Beispiele zurück. Wie informiere ich in Schule und wie kommuniziere ich? Und da muss man den Unterschied schon kennen. Ich bin aber überzeugt, dass die Information einen ganz zentralen Punkt hat in der Wissensvermittlung und die Kommunikation letztendlich entscheidend ist für den Aufbau einer guten Schulkultur. Viele Leute haben den Eindruck, Schulkultur, die geschehe einfach so, die passiere von sich aus. Das stimmt nicht. Ich denke, dass eine nachhaltig gute Kommunikation für alle Beteiligten einer Schule letztlich nur dann erfolgreich ist und aufgebaut werden kann, wenn ich bewusst verbindliche Kommunikationsstrukturen aufbaue. Wer die Kommunikation in einer Organisation und einer Schule ist letztlich eine Organisation, dem Zufall überlässt, die Strukturen nicht definiert, wird früher oder später große Probleme und sehr häufig auch Schiffbruch erleiden. Wie man eine solche Struktur aufbaut, was man darunter meint, ist auch Teil meines Referats. Information, eben nicht nach einem Lexikon, sondern nach Wikipedia, bedeutet Information bilden, eine Gestalt, eine Auskunft geben. Es kommt aus dem Lateinischen informare. Letztendlich ist Information nichts anderes als übertragenes Wissen. Nicht mehr und nicht weniger. Und wesentlich ist der Neuigkeitsgehalt. Deshalb ist ja die Zeitung von gestern so uralt.
Neuigkeitsgehalt bei Wissen macht Wissen attraktiv. Eine Information kann den Zustand, und Betonung ist hier, ich habe es ganz bewusst, kann den Zustand des Empfängers verändern, insbesondere dessen Wissen. Aber, und das ist schon der erste Haken an der Sache, es muss nicht. Also ich kann noch so viel Information geben, es gibt Leute, die sind einfach resistent gegen Information. Und das muss man wissen, wenn man sich mit Informationen auseinandersetzt. Letztendlich ist die Information nichts anderes als eine Nachricht, die beim Empfänger eine Veränderung im Denken oder im Handeln auslösen kann. Aber noch einmal, es muss nicht so sein. Information, das sehen Sie schon hier aufgrund meiner Darstellung, ist eine Einwegangelegenheit. Information ist nie zweiwegig. Und heute werden wir eben mit Informationen, Zeitungen, Medien und so weiter eingedeckt, überschüttet und haben in dieser Flut sehr häufig große Mühe, das Relevante herauszulesen. Kommunikation kommt von Kommunikare, von Mitteilen. Und Kommunikation bezeichnet auf der menschlichen Alltagsebene, die Schule ist ja ein Abbild des Alltags, den Austausch im Sinne von gegenseitigem Geben und Nehmen. Also nicht vom Geben, vom Informieren, sondern auch vom Nehmen von Gedanken, Vorstellungen und Meinungen. Und jetzt sehen Sie bereits den Unterschied. Information ist letztendlich eine Einwegkommunikation. Das Übertragen, das Vermitteln von Wissen. Und Kommunikation ist dann vorhanden, wenn mindestens zwei Personen, mindestens zwei, zueinander in Kontakt treten. Das ist bei Information nicht gegeben. Natürlich tritt der Redaktor über die Zeitung mit dem Leser in Kontakt, aber das ist eine virtuelle Kontaktnahme. Da geht es um echte Kontaktnahmen. Also wenn zwei Leute miteinander sprechen, ist Kommunikation vorhanden. Und was machen sie? Sie tauschen Informationen aus. Und jetzt sehen Sie auch den Zusammenhang zwischen Information und Kommunikation. Hätte ich keine Information, also Wissen, könnte ich nicht kommunizieren. Doch, ich kann, wenn ich Politiker bin. Denn die können stundenlang sprechen, ohne einander etwas zu sagen. Das macht sie attraktiv. Warum? Man kann sie nie packen, es ist nie etwas verbindlich. Das habe ich nicht gesagt. Obwohl sie lange diskutieren können. Information ist in diesem Zusammenhang mit der Kommunikation, das müssen Sie sich merken, die zusammenfassende Bezeichnung für Wissen, Erkenntnis und ganz, ganz wichtig, das Letzte, die Erfahrung. Wenn ich sage, mindestens zwei Personen treten in Kontakt zueinander, das kann über verschiedene Medien geschehen, Telefon zum Beispiel, das ist auch eine Möglichkeit, Chatten etc. Wenn ich das so bezeichne und ich von der Erfahrung spreche, dann meine ich in diesem Zusammenhang bei Kommunikation keine Selbstgespräche. Also wenn zwei miteinander sprechen, sind die Selbstgespräche ausgeschlossen. Es müssen mindestens zwei verschiedene physische sein. Dann gibt es Gruppenkommunikation, eine zu verschiedenen, typisch im Kollegium und so weiter. Bitte merken Sie sich das ein wenig, damit ich dann jetzt das Nächste mit Ihnen anschauen kann und damit Sie immer wieder zurückkommen auf das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, zu dieser Informationsdefinition und Kommunikation. Die wichtigsten Zielgruppen der Kommunikation von Schulleitungen. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass man die unterteilen kann in zwei Kategorien. Die externe Kategorie, da geht es darum, die Öffentlichkeit, die Behörden und die Eltern. Es gibt noch andere zu informieren, sind die wichtigsten. Je nachdem, wie Ihre Schule gelagert ist, hat das eine größere Bedeutung oder eine kleinere. Das kommt darauf an. Wichtig, und ich werde mich vor allem auf das konzentrieren nachher, ist die interne Kommunikation. Und diese Kommunikation betrifft Lernende, Mitarbeitende und für Sie, was die Führung betrifft, und auf das will ich mich fokussieren, vor allem die Lehrpersonen und Mitarbeitende des Hausdienstes, Verwaltung und so weiter. Selbstverständlich sage ich auch noch kurz etwas, wie man mit Lernenden optimal kommuniziert. Fokus nochmal interne Kommunikation. Denn die interne Kommunikation ist eines der wichtigsten, ich kann es nicht genug betonen, Werkzeuge, um eine gute Schulkultur aufzubauen. Nun, wenn Sie kommunizieren wollen, ist es für mich von grundlegender Bedeutung, dass Sie wissen, wie die Person tickt, mit der Sie kommunizieren. Sonst nehmen Sie den falschen Kanal. Was nützt das, wenn eine Person Französisch spricht, das Deutsch nicht mächtig ist und umgekehrt? Und die sprechen miteinander, die verstehen nichts voneinander. Jetzt, wenn zwei beide die gleiche Sprache sprechen, aber sie denken völlig verschieden,
dann geht die Kommunikation auch irgendwie kreuz und quer daneben. Und für mich ist der Fokus bei der internen Kommunikation derjenige, dass ich genau wissen muss, wie ist die Zielgruppe? Wie schaut meine Zielgruppe der Lehrpersonen aus? Wie denken die? Welche Werte haben die? Können die das, was ich informiere und kommuniziere, überhaupt verstehen? Nun, ich habe versucht, Ihnen auf der nächsten Sheet die Merkmale der nachfolgend aufgelisteten Empfängergruppen mal plakativ auf eine A4-Seite aufzutragen. Und diese sind typisch für alle Personen in der jeweiligen Gruppe. Also das heißt, sie ist nicht lehrerspezifisch, sondern sie ist wirklich spezifisch für diese Kohorte mit diesen Jahrgängen. Selbstverständlich, wie bei allen Kategorisierungen, das weiß die Wissenschaft, gibt es auch hier Abweichungen in Bezug und auf Alter. Wenn sich also jemand in einer Kategorie nicht wiederfindet oder sagt, hey, das ist völlig falsch, dann sind sie die Ausnahme und dann dürfen sie trotzdem weiterhören. Nun, wie sieht das aus? Wir haben im Umfeld von den letzten Jahrgängen da Kategorien gebildet. Sie sehen, die traditionellsten, das sind Geburtsjahrgänge 22 bis 43, die bezeichnet man auch so, auch wissenschaftlich. Dann die Babyboomers 44 bis 64, die Generation X 65 bis 77, die Generation Y, von der so viel gesprochen wird, oder? Die 78er bis 94er, gestern haben wir Professoren davor sprechen gehört, die aus dieser Generation kommen. Ich habe das nach 3-4 Sätzen gemerkt. Sie verraten sich sofort, oder? Und dann haben wir auch noch die Generation Z. Und die Generation Z, da gibt es noch nicht so viele Merkmale. Aber sie werden auch schon wissenschaftlich untersucht. Nochmal, es soll nicht plakativ sein, sondern wenn zu viele Informationen da ist, ist das eh nicht zu bewältigen. Deshalb habe ich versucht, diese Kategorien hier, der Kohortenjahrgänge und verschiedene Attribute aufzulisten und die zu bezeichnen. Schauen Sie mal hier Arbeitsethik und Werte. Welche Arbeitsethik und Werte haben die einzelnen Gruppen? Vorweg, ganz kurz, ist jemand in diesem Publikum Generation Z? Also kann ich mal diese Sprache schon vergessen, ich bin froh. Sonst wird es zu kompliziert. Ist jemand dabei Generation Y? Wow! Da hat es Y dabei, einige. Ich vermute, wo der große Teil sein wird, oder? Wer ist X? Das kommt Schulleitungen schon sehr nahe. Und wer gehört zu den Babyboomers? Die absolute Mehrheit. Ich habe es mir auch nicht anders vorgestellt. Völlig klar, muss ja so sein, oder? Und wenn Sie die Werte der Babyboomers anschauen, dann wissen Sie, warum sie so ticken. Haben wir noch einige Traditionalisten hier? Sie müssen die Hand nicht hochheben. Ich verschone Sie. Sie müssen sich nicht bloßstellen, nein, aber Sie sehen auch selber ganz im Stillen, wie Sie ticken. Nun, schauen wir das uns an ein, zwei Beispielen an. Wenn Sie jetzt kommunizieren, und Sie kommunizieren aus Ihrer Generation heraus, und Sie kommunizieren mit einem Traditionalisten oder mit jemandem aus der Generation Z, dann müssen Sie sich einfach vor Augen halten, alles, was Sie sagen, alles, was Sie meinen, an Information weitergeben oder kommunizieren, wird dadurch erschwert, wenn Sie sich nicht bewusst sind, wie die ticken und wie Sie diese Botschaft empfangen. Konkret, schauen wir das so an einigen Beispielen an. Nehmen wir die Kommunikation vorweg. Da war bei den Traditionalisten das formale Memo, der Zettel, die Notiz, das war das Einzige, wie man etwa kommuniziert hat, oder? Und der Brief, face to face bei den Babyboomers. Das hat uns fast kaputt gemacht in der Schulreform. Es musste alles demokratisiert werden. Lange Schulkonferenzen, an denen man darüber diskutiert hat, soll man jetzt das Sofa grün, blau oder rosa beziehen, und hat darüber Stunden verbraten und gemeint, wir seien dann ein gutes Kollegium. Face to face alles. Und hat gesagt, Information, ohne dass ich dazu Stellung beziehe, gibt's gar nicht. Muss immer Feedback holen, oder? Dann der nächste. Die Generation Y, die ist voll in die Generation des E-Mails reingeboren worden. Das ist das zentrale Instrument der E-Mail-Generation. Ich werde todsauer, wenn ich in meinem Büro, die Türe ist offen, Mails kriege von Leuten, die sind 5 Meter neben einem anderen Büro. Da werde ich wahnsinnig und ich habe es verboten in der Zwischenzeit. Das will ich nicht. Und warum will ich es nicht? Weil es die falsche Kommunikation ist auf dieser Ebene. Und es sind Leute, die stundenlang in die Tasten hauen können und in ein paar Sekunden mehr am Telefon erzählt. Die Generation Y, die hat nicht mehr das E-Mail.
Das ist das ganz Grosse von Twitter und vor allem von Zuckerbergs Facebook. Und meine Jüngsten in der WQS, ich habe 6000 Studierende dort, wir haben 556 Angestellte im Moment. Der WQS ist eine riesen Berufsfachschule, die ich dort führe, die größte in der Schweiz. Dort sind die Leute, die mit Facebook arbeiten, genau in dieser Generation drin. Facebook bei den Jüngsten, bei den 16-Jährigen, die zu mir in die Schule kommen, ist out. Das wollen die nicht mehr. Das hat Zuckerberg mittlerweile auch gemerkt. Das ist für die zu intim. Die meisten Facebookler sind tatsächlich in dieser Generation da drin, zwischen 78 und 94 geboren. Ja, was macht denn die Generation Z? Kommunikation, WhatsApp, Instagram, Snapchat, YouTube, haben wir gestern gehört, das ist ihre Kommunikationsplattform. Wenn ich also will, dass meine Schülerinnen und Schüler, die Lernenden, mitbekommen, dass es einen Zimmerwechsel gegeben hat, welches ist die beste Kommunikation? Sicher nicht E-Mail, schauen die gar nicht mehr an. Es muss nicht WhatsApp sein. Es gibt genügend andere, man muss einfach in der Schule sagen, wir entscheiden uns für das. Wir haben uns in der Schweiz für Telegram mit einem M geschrieben, entschieden, aus Sicherheitsgründen. Telegram ist nicht knackbar. Und es gibt verschiedene andere auch, oder ist ebenfalls ein Gratis-Tool. Das muss man dann eben entscheiden. Und dann kommt die Führung der Kommunikation eben einen Sinn. Schauen wir uns einen anderen Wert an. Das da mit Feedback und Vergütung wegen dem Ticken. No News, Good News. Guter Job befriedigt. Das sind die Traditionalisten. Was will man mehr? Die Babyboomers, Titel sind wichtig und Geld. Ich will niemandem treffen, aber das haben sämtliche Untersuchungen gezeigt. Und die Titelwütigkeit, wenn man die Wand quasi mit einem Zertifikat nach dem anderen zupflastern kann, ist wichtiger, als wenn man eine gute Persönlichkeit ist. Sehr häufig ist das der Fall. Das heißt, Titel sind wichtig, ich strebe nach Geld. Das zeigt ja, wie die Welt auch heute entstanden ist. Der Kapitalismus ist da, in diesem Umfeld hier, die Wurzeln, und da vorwärts getrieben worden. Es sind diese Leute da, die die Bankenkrisen verursacht haben. Nicht nur in Deutschland, auch in der Schweiz. Worauf sprechen die Generation Xler an? Das sind leistungsbasierte Typen. Die schreiben in der Nacht E-Mails, ich sag's ihnen, oder? Und ich halte den Monat, habe ich ein schlechtes Gewissen, jetzt hat er um zwei noch eine Mail abgeschickt, oder? Das geht ja nicht. Und viel schlimmer ist, dass sie dann letztendlich relativ schnell Feedback darauf wollen, oder? Und ob ich diesen Mist mitmache oder nicht, liegt dann in meiner Entscheidung. Oder ich strukturiere es und mache Verhaltensregeln. Und die Generation Y, die sind mühsam. Die sind mühsam. Die wollen ständig Feedback. Kaum haben die etwas gemacht, wollen die Feedback. Feedback, Feedback, Feedback. Das ist die ganz, ganz grosse Stelle. Das ist das Cafeteria-System. Ist gut gewesen. Gut. Und ich habe zwei Söhne in diesem Alter. Schrecklich für mich. Und dann haben wir gesagt, jetzt nabelt euch endlich von eurem Vater ab. Ja. Und so weiter. Also das ist das da, das Zentrale von der Kultur. Und bei der Generation Z hat es sich weiterentwickelt. Die wollen spontan Feedback, aber nicht mehr in der Hierarchie. Viel wichtiger ist, was ihnen die Freunde erzählen. Also das heißt, wenn der Lehrer sagt, hey, das war nicht so gut, fragt er, du, was meinst du? Nein, du bist gut, okay, die Sache ist erledigt. Da kann der Lehrer sagen, was er will. Deshalb auch die Feststellung bei dieser Generation, Netzwerk vor Hierarchie. Das ist eine ganz wichtige Feststellung. Die Leute denken dort nicht mehr hierarchisch. Das hat schon bei den Y-Lern begonnen, oder? Netzwerk ist wichtiger, die Freunde und, und. Deshalb sind sie, und jetzt kommen wir zur Interaktion, bleibe bei ihnen, das ist diese Generation, die sind immer verbunden. Keine Chancen, denen das Handy wegzunehmen. Das gäbe eine Revolution. Die sind auch während des Unterrichts permanent verbunden. Also muss man als Lehrperson schauen, wie kann ich das genau, dieses Attribut, dass sie immer verbunden sein wollen, konstruktiv nutzen für den Unterricht. Und das geht. Da denke ich, hat die Digitalisierung gewaltige Möglichkeiten, Klassenräume aufzubrechen, mehr in Gruppen zu arbeiten, außerhalb der Lektionen etc. Das würde aber bedeuten, dass die Behörden mitmachen und die Behörden sagen, ja, eine Lehrperson ist nicht mehr nach Lektionen angestellt, sondern nach Arbeit, wie er betreut und so weiter. Und da bin ich überzeugt. Wir haben in Bern begonnen, ich habe den Versuch bewilligt erhalten, ich kann die Lehrpersonen neu so anstellen,
dass die Lehrpersonen einen Auftrag erhalten, egal von welcher Herkunft sie kommen, und beim handlungsorientierten Unterricht gewisse Gruppen betreuen, auch abends, und das ist Arbeit. Also es bricht auf, und ich denke, dass in den nächsten 8 Jahren dort gewaltige Veränderungen kommen können. Deshalb ist ja auch der Anschlag im Lehrerzimmer letztlich tot. Da kommen auch die Schüler nicht rein, oder? Dann haben wir noch einen weiteren Punkt, den Führungsstil. Auch den möchte ich kurz zeigen, dass Sie sehen, wenn Sie führen, wie die Leute auf Ihre Führung ticken und was ihnen wichtig ist. Denen da konnte man einfach sagen, befehlen und dann kontrollieren, oder? Sie kennen diese Sprüche aus dem Militär, oder? Also ist völlig klar, kommandieren, kontrollieren, oder? Das ist dasjenige, was die gelernt haben, oder? Dann die Babyboomers. Das totale Gegenteil. Ich komme auch aus dieser Generation. Ich kann mich sehr gut an die 68er-Bewegung erinnern. Beatles, Rolling Stones und so weiter. Und je soll mir niemand jetzt was sagen von der vorderen Generation, oder? Wir wollten die Autorität, das System brechen. Bei uns war das Teamplaying, der totale, wenn das Pendel ausschlägt, Gegensatz im Zentrum. Und alle, die so aufgewachsen sind, Team, Team, Team und nur Team, haben das in ihren Führungsstil mitgenommen. Das sind meistens Leute, die dann Schwierigkeiten haben in der heutigen Zeit, wenn Leute wieder ganz klare Linien wollen, Linien zu ziehen, weil sie es selber nie erfahren haben. Und das, denke ich, ist wiederum wichtig, wenn Sie jetzt selber in dieser Generation drin sind, mehr Mut zu haben, zu führen und nicht einfach im Team auszudiskutieren. Eine weitere Beschreibung wäre dann hier beim Führungsstil konsensorientiert als Teamplayer, die Babyboomers immer den Konsens suchen, egal was er kostet, das kommt dazu, egal wie viel Zeit das es braucht. Und hier, das ist die große Konkurrenz, sich gegenseitig herausfordern, Entrepreneur. Ich kann es besser als du, also das heißt mit anderen Worten, das sind diejenigen, die zeigen wollen, was sie leisten können. Passt natürlich ganz klar wiederum auf, um letztendlich auch auf sich selbst gestellt und skeptisch zu sein als Wert der Ethik der Arbeit. Die Generation Y, das ist vom Führungsstil Führen von unten. Die versuchen von unten zu beeinflussen. Die denken schon lange nicht mehr an Hierarchien und die haben es völlig abgebaut. Da geht es darum, beim Führungsstil, bei den Zetteln, sie einbinden. Wenn ich heute 17-Jährige führen will, dann muss ich denen auf Augenhöhe begegnen. Wie mache ich das? Also muss ich wissen, wie sie ticken. Komm ja nicht mit irgendwelchen autoritären Gehabe. Involvement heißt, ich will mitdiskutieren. Ich will mitmachen. Ich will eine Aufgabe haben. Nicht basisdemokratisch, sondern einbezogen werden, stufengerecht. Das ist das Interessante. Denn sie wollen keine Vermischung von Beruf und Freizeit. Das sind diejenigen Leute, die Jüngsten, die kommen. Ja, wenn ich bei ihnen angestellt werde in der Buchhaltung, ich komme sehr gerne, aber mittwochs muss ich immer um 4 Uhr geben, da habe ich meinen Freundeskreis, in 3 Monaten gehe ich einen Urlaub und so weiter. Die stellen ganz klar ihre Bedingungen für die Freizeit. 100% arbeiten schon gar nicht, 80% reicht mir, um zu leben. Ich gebe meine Freizeit doch nicht auf. Etc. Das hat so langsam begonnen und heute, ja, völlig klar. Spannend ist auch noch die Work-Life-Balance als letztes. Unvereinbar hier. Ich arbeite, um zu leben, bei den Babyboomers. Hat ja letztendlich auch in der Politik viel gebracht. Das ist ja dasjenige, was ein anderer Philosophe gesagt hat. Warum ist der Niedergang der SP in ganz Europa festzustellen? Weil die SP alle Ziele, die sich da gestellt haben, erreicht haben. Der Fernseher, das Auto, das kleine Häuschen, Wohneigentum. Das ist alles erreicht worden. Und so weiter. Und jetzt ist denen das Ziel ausgegangen. Sie haben nicht weitergedacht. Und das ist überall in ganz Europa dasselbe. Und deshalb hat es auch das Vakuum gegeben und da stellen plötzlich andere Ziele. Entweder sind es die da, die fallen zurück, alias Trump Beispiel, oder sind andere, oder sind dann plötzlich ganz junge Hoffnungsträger, Macron in Frankreich. Relativ einfach philosophisch zu erklären. Vielleicht eine Klammer zu meiner Biografie, vielleicht haben Sie es gelesen, ich habe ursprünglich Psychologie und Philosophie studiert und erst mit 37 Betriebswirtschaft. Ich bin langsam über IBM in diese Welt hineingeraten, aber ganz wichtig dabei ist meine Erkenntnis gewesen. Ich wurde als Quereinsteiger geholt, um Führungsausbildung zu machen. Und die Wirtschaftsleute an der Schule, vor allem die Wirtschaftslehrer, die haben mich nicht akzeptiert, nicht mal als Referenten. Und dann habe ich gedacht, wartet nur.
Ich habe Betriebswirtschaft studiert mit einem einzigen Grund, damit ich ihren Gott kennenlerne, damit ich weiß, was denen wichtig ist, statistisch gesehen, in Zahlen gesehen und so weiter. Und plötzlich konnte der Vivian so sprechen wie Wirtschaftsleute und dann ist es vorwärts gegangen. Es ist immer das genau selbe. Ich muss, wenn ich jemanden erreichen will, herausfinden, wie die da oben funktionieren. Deshalb spüren Sie ab und zu auch noch spitze Bemerkungen von mir, aber die sind dann eher eben philosophischer Natur. Dann die Generation X, Balance als Anerkennung, das heißt die Ausgeglichenheit, das ist das, wofür sie leben, Work-Life. Dann die Balance als Selbstverständlichkeit ist bei den Y, da wird es gar nicht mehr diskutiert. Und spannend ist der Trend, der jetzt kommt bei den Jüngsten, die sinnstiftenden Tätigkeiten. Auch wenn diese sinnstiftenden Tätigkeiten wenig Geld bringen, das ist ihnen Wurst, das macht mir Hoffnung. Große Hoffnung. Da kommt eine Generation, die sagt ganz klar, ihr seid daran, unsere Welt kaputt zu machen. Also ich polemisiere nicht. Und die suchen nach sinnstiftenden Tätigkeiten. Die suchen nicht dasjenige, was wir gemacht haben. Im Gegenteil. Volunteerarbeit wird da wieder aktuell. So, jetzt habe ich einige Zeit hier verbraten, um Ihnen das zu zeigen, aber ich finde es ganz wichtig, dass Sie auch das Folgende nachher verstehen können. Leuchtet es Ihnen einigermaßen ein? So in etwa. Und wie gesagt, bitte, wenn Sie nicht genau hineinpassen, vielleicht sind Sie ein Grenzfall, oder? Und vor allem, wenn Sie nahe sind, so 64, 65, können Sie eine Mischform wählen, oder? Und diejenigen, die gar nicht sicher sind, die sagen, von da nehme ich das, von dem das, also ist völlig frei. Die wichtigsten Ziele der internen Kommunikation. Wie ich gesagt habe, mein Fokus. Jetzt schauen Sie sich die interne Kommunikation an einer klassischen Schule. Und dann sehen Sie, welche Informationsziele oder Kommunikationsziele, beides letztendlich Sie haben. Wissenstransfer fördern, Koordination sicherstellen. Da unten steht zum Beispiel die Wertschätzung der Lehrpersonen und Mitarbeiter zum Ausdruck bringen. Ziele, Strategien der Schulleitung darlegen, positive Beeinflussung und so weiter. Wenn Sie jetzt diese wichtigsten, sind wirklich nur die wichtigsten, anschauen, dann müssen Sie doch mit mir ganz ehrlich eingestehen, welche von den Zielen sind mit reiner Information zu erreichen? Nicht viele. Die meisten brauchen Kommunikation. Das ist schon mal was ganz Wichtiges. Ich kann den Wissenstransfer fördern und Koordination sicherstellen über E-Mail. Das geht gut. Über eine Publikation. Ich kann Ziele und Strategien der Schulleitung auf Papier darlegen. Ich kann darüber informieren. Ich kann es zugänglich machen auf dem Intranet. Aber alle anderen Punkte, wie wollen Sie die Wertschätzung der Lehrpersonen und Mitarbeiter zum Ausdruck bringen per Mail? Das glaubt Ihnen niemand. Das kauft Ihnen niemand ab. Dort ist Kommunikation gefordert. Deshalb für mich auch der Stellenwert. Information an Schulen ist ein ganz, ganz kleiner Teil. Und der größte Teil für die Schulkultur ist dann letztendlich die Kommunikation. Identifikation der Lehrpersonen mit der Schule unterstützen. Das muss kommuniziert werden. Und wenn eine Lehrperson von Ihnen ihr freudiges Gesicht sieht, dann ist sie schon überzeugt, dass sie es richtig gemacht hat. Denken Sie jetzt, wie Sie ticken, wenn es um Anerkennung geht, um Wertschätzung. Das können Sie mit keinem Brief oder so einfach so machen, oder? Der Brief oder die Geburtstagskarte, die hat nur dann Wirkung, wenn Sie selber in der Kommunikation das vorleben. Meine 560 Angestellten erhalten zu ihrem Geburtstag eine Geburtstagskarte von mir persönlich unterschrieben jedes Jahr. Das nimmt man als Zeichen der Wertschätzung auf. Und nicht, das ist ganz wichtig, oh, jetzt muss er das tun, weil er sonst nie Zeit hat. Das funktioniert nur dann, wenn es im Kontext drin von der Philosophie her auch stimmt. Und dann haben solche kleine Zeichen ganz große Wirkung. Die Bindung der Lehrpersonen und Mitarbeiter an die Schule erhöhen. Wie tun Sie das? Sicher nicht übers Geld. Das ist keine Motivation. Sicher nicht über den besseren Arbeitsplatz. Das sind Hygienefaktoren. Letztendlich geht es wiederum, kann ich mich entfalten. Und wenn Sie sehen, da und die beiden da, das würde ich meinen, auf Information zurückstufen kann und sagen, okay, kein Problem, dann sehen Sie auch hier, die wichtigsten Ziele sind nur durch eine gute Kommunikation zu erreichen und nicht durch eine distanzlose, ja, sagt eben so, Information. Die ganz zentralen Veränderungen von Führung im digitalen Zeitalter, und das wird Sie fordern in den kommenden, ich sage es mal, 3 bis 5 Jahren. Das ist so meine Schätzung. Was wird anders sein? Vorweg,
Wer von Ihnen Schulleitungsarbeit betrifft und den Führungsanspruch nicht hat, hat eh verloren. Dem bringt auch das nichts. Das heißt mit anderen Worten, digitale Mittel werden grundsätzlich einen nicht guten Führungsstil nicht ersetzen können. Das geht nicht. Also das heißt mit anderen Worten, ich kann letztendlich, schauen Sie die Professoren an der Universität, da gibt es viele von denen, ich kann mangelnde Persönlichkeit durch Intellekt nicht ersetzen. Das ist eine harte Formulierung. Ich kann noch so gescheit sprechen, wie ich will. Das bringt nichts. Wenn ich vor Leute antrete und zeigen will, dass ich studiert habe, dann kann ich auch meinen Vortrag beginnen und kann sagen, die Magnifizenz der subterranen Agrokultur steht in reziproker Relation zum intellektuellen Potenzial des Produzenten. Und dann sind alle, wow, der hat studiert. Und wenn Sie diesen Satz genau analysieren, heißt das nichts anderes als, die dümmsten Bauern haben die größten Kartoffeln. Ich kann es auch so sagen. Die Frage der Kommunikation ist wiederum auch hier das Beispiel, spreche ich zielgerecht? Und wenn ich zielgerecht sprechen will, dann muss ich mich eben auf diese Leute einfühlen, einsetzen können. Und was verändert die Digitalität ringsherum im Führungsalltag? Drei Dinge sind mir aufgefallen. Das sind die Wertungen in Prozent von Experten. Also Experten sagen zu 89%, das wird kommen in den nächsten 3 Jahren. Die Abgabe von Macht und die Demokratisierung veränderte Einflussmöglichkeiten von Führungskräften. Also das heißt, Abgabe von Macht bedeutet letztendlich, wer seine Macht als Führungsperson letztendlich nur auf die Positionsautorität aufgebaut hat, der wird scheitern, weil Netzwerk vor Hierarchie letztendlich bei der jüngeren Generation, der völlig Schnurz ist, spricht jetzt da ein Direktor oder spricht jetzt da ein Rektor oder wie auch immer. Denen ist viel wichtiger, ist diese Person glaubwürdig. Und sonst holen sie sich die Meinung bei ihren Freundinnen und Freunden, sie haben es gesehen, die jüngste Generation. Also das heißt, Abgabe von Macht. Wenn ich jetzt zum Beispiel in der Schule ein Kommunikationskonzept erstellen sollte oder Verhaltensregeln und ich merke, da bin ich zu wenig gut. Und ob ich weiß, ich habe 2, 3 Kolleginnen, die können das, oder Kollegen, dann gebe ich denen das ab und unterstütze sie. Und delegiere natürlich auch die Macht. Das heißt mit anderen Worten, die Delegation bedeutet Abgabe von Verantwortung. Denn letztendlich ist ein alter Führungsgrundsatz der, ich entscheide nur dann, wenn ich die Verantwortung tragen kann. Und letztendlich ist in vielen Schulen eben so, dass weiter unten entschieden werden soll und andere tragen die Verantwortung. Das geht nicht. Ich würde nie Entscheide zulassen und ich muss die Verantwortung tragen. Noch schlimmer ist, wenn weiter unten Verantwortung übernommen werden soll und weiter oben wird entschieden. Das ist ein absolutes No-Go. Also das heißt, abgeben bedeutet letztendlich hier Demokratisierung. Hey, das kannst du gut und du entscheidest. Was mache ich, wenn der Entscheid nicht ganz in meinem Sinn ist? Nun, jetzt sind wir bei der Demokratie. Das Einzige, was Sie noch steuern können, ist, holen Sie sich die guten Leute. Das sind Sie. Haben Sie auch viel Vertrauen zu Ihrem Bauchgefühl. Und nicht nur auf die Wissenschaft. Machen Sie keine Checks und weiß nicht was. Sie wissen relativ schnell, wie Leute ticken. Und dann wissen Sie auch, es geht nicht um mein Frère Cochon, um Freunde und Kameradschaft, in keiner Art und Weise. Welches sind die Besten? Auch wenn die Besten letztendlich nicht diejenigen sind, die Ihnen dauernd in die Nasenlöcher starren. Wer kritikfähige Leute um sich scharren kann, der hat Führungsautorität. Holen Sie die Neinsager im konstruktiven Sinn, nicht die Ablehner, sondern diejenigen, hey, hast du an das auch gedacht? Das wird ganz zentral in den kommenden Jahren passieren. Warum? Weil alles, was Sie sagen, sofort hinterfragt werden kann. Ich gebe Ihnen dazu ein Beispiel von einer Lehrperson, 55 Jahre alt. Sie wissen, in welche Generation das der hineingehört. Hat nicht so eine große Affinität zu diesen digitalen Gadgets. Meine Klasse, wie es gestern gehört, 98%, 100% im kaufmännischen Umfeld sowieso, haben ein Smartphone. Und die meisten von Ihnen haben eine eigene Website im kaufmännischen Umfeld. Und die haben ihre eigene URL. Und ich weiß nicht, ob Sie das alle wissen, URL ist der Fachausdruck für das www, für eine Website. Und nach der Sommerpause kommt diese Lehrerin und sagt in einer Klasse drin, so, jetzt habe ich auch meine URL. Ja, und einer der Schüler natürlich gefragt, oh, können wir in Kontakt treten? Wie heißt sie? Und der schreibt die an. Etwa 2 Minuten später, und das ist Fakt, was ich Ihnen erzähle,
Warum weiß ich es? Kommt dann nachher, warum dass ich das weiß. Hat einer der Schüler die Hand hochgehalten und hat gesagt, so, jetzt habe ich Ihre URL reserviert, was bezahlen Sie mir dafür, dass ich sie Ihnen verkaufe? Das ist real. Das ist heute Alltag. Mit dem Handy, kurz nachgeschaut, in der Schweiz ist es Switch, die diese Nummern vergeben, oder? Diese Seiten vergeben, oder? Und die waren nicht frei. Er hat sie ihm dann geschenkt. Wir haben daraus ein sehr gutes Gespräch gehabt. Das war nicht ein Schüler, der den fertig machen konnte, aber eines hat er gelernt. Ich werde nie mehr bei einer digitalisierten Generation etwas erzählen, von dem ich keine Ahnung habe. Ein schlagendes Beispiel dafür. Und ich denke, das ist extrem wichtig, dass man sich diese Leute an Bord holt. Ich bin heute so weit, dass wir in Bern bei uns die Klassenlehrerfunktion aufgegeben haben. Und die habe ich übertragen, immer zwei Lernenden der Klasse. Funktioniert viel besser. Die wissen, wie ihre Kameradinnen und Kameraden ticken. Die sind nahe dabei. Und die holen wir alle drei Monate über die Abteilung, sprechen mit ihnen, wie geht's, wie steht's, etc. Es gibt nie ein Lehrerbashing, aber sie werden für ernst genommen. Und das ist das Entscheidende. Und sie bringen gute Ideen. Und man kann sofort, wie wenn man sieht, da könnte etwas entstehen, da brennt etwas, oder? Kann man rechtzeitig intervenieren, präventiv. Und wir haben festgestellt, nicht das Finanzielle ist das Entscheidende, sondern dasjenige, was ich spare mit dieser Klassenlehrperson-Lektion, die geben wir einen Pool. Und das sind ungefähr 4 Vollamtsstellen, die ich anstellen darf. Aber das sind dann andere. Das sind dann nicht Lehrpersonen. Das sind dann Leute, die mir helfen, die Schule weiterentwickeln. Coaches und so weiter. Alles, was ich eben dann eben auch brauche. Und noch einmal, auf Augenhöhe. Die Macht ist abgegeben worden. Das haben wir nicht über die Köpfe etwa der Lehrpersonen weggemacht, sondern das haben wir ausdiskutiert. Und haben gesagt, jetzt versuchen wir es mal. Und jetzt sind sie zufrieden. Jetzt müssen sie den administrativen Ballast nicht mehr machen und sind aufgehoben auch, und die haben ein viel, viel intensiveres Verhältnis, Klassensprecher, Lehrperson, und zwar alle und nicht nur eine Klassenlehrperson. Das ist ein Beispiel, wie man Macht abgeben kann auf einer tieferen Stufe. Das Zweite, die Erhöhung beziehungsförderlichen Verhaltens. Sie werden es erleben noch, die meisten von Ihnen, dass Ihre zukünftige Tätigkeit vermehrt im Coaching sein wird, im Enabling, das heißt Leute bereit machen für neue Aufgaben. Das ist sehr, sehr wichtig, sie zu fördern und festzustellen, da kommt Führungsnachwuchs und letztendlich die Vernetzung. Auch Sie selber als Schulleiterinnen und Schulleiter müssen sich vermehrt vernetzen. Vernetzen bedeutet letztendlich, wenn ich mich anschaue als Direktor der WKS, ich habe Ihnen die Größe gesagt, rund 60-70% bin ich nicht in meinem Büro. Da bin ich draußen in der Welt. Dort hole ich die Aufträge rein, dort mache ich auf die WKS aufmerksam und so weiter. Ich habe mit rund 20 Millionen Umsatz vor 10 Jahren begonnen, jetzt haben wir den Abschluss gehabt, 45 Millionen. Keine einzige Lehrperson musste von uns aufgrund mangelnder Beschäftigung gehen. Wir wachsen und wissen nicht mehr, wo wir wären. Warum? Weil wir von der Philosophie her unsere Kundschaft, das ist die Wirtschaft, das ist die Gesellschaft, die abholen, hören, was die wollen und kritisch sind, wenn sie etwas wollen, was wir nicht bieten können und dadurch uns positionieren. Die Vernetzung, tue Gutes und das tun sie, das ist das eine. Aber bitte sprechen Sie auch darüber. Das ist etwas, was in der Kommunikation für Schulleitungen zunehmen wird. Diese 3 Dinge, Coaching, Enabling, Vernetzung. Und das Letzte, wenn Sie es nicht schon sind, die Affinität, sich mit diesen neuen digitalen Mitteln auseinanderzusetzen. Also das gibt Veränderungen. Sind Sie geschult in Veränderungsmanagement? Wie macht man das ganz genau? Führung auf Distanz. Sie werden feststellen, dass das Klassenzimmer die Wirkung und als Zentrum des Lernens Bedeutung verlieren wird. Plötzlich lernt man in virtuellen Klassenzimmern, das kommt alles individuell. Wieso sollen bei uns Lernende, die zum Beispiel französischer Muttersprache sind, das gibt es in der Schweiz, dann im deutschen Bern in die Schule gehen, noch französischen Unterricht machen? Das sagen die Behörden, das müssen die müssen eine Prüfung machen. Die haben das schon lange. Kann ich die, wenn diese Zeit freistellen,
Nein, das darfst du nicht, die müssen diese Lektionen halten. Jetzt habe ich von diesem Versuch gesagt, jetzt sehen wir so weiter. Nein, die machen besser etwas anderes. Also das heißt, der Unterricht wird zusehends individualisiert werden. Die Digitalisierung bringt vor allem Individualisierung. Und deshalb braucht es eben auch diesen Teil hier. Eine sehr spannende und für mich auch aussichtsreiche und eine sehr gute, denn letztendlich sind alle drei, vor allem die ersten beiden, ganz klare Führungsaufgaben. Veränderte Einflussmöglichkeiten von Schulleitern und Schulleiterinnen. Ganz kurz nur, was ist das Zentrale daran? Das ist die Komplexität. Die nimmt zu. Es wird für uns immer schwieriger, das relevante Wissen zu besitzen, das alle Lehrpersonen haben. Ich selber bin seit ungefähr 8 Jahren bei keiner Anstellung einer Lehrperson mehr dabei. Ich unterschreibe am Schluss nur noch den Vertrag. Ich bin so weit von der Realität weg, von der Schule, vom Unterricht. Es wäre für mich eine Frechheit, wenn ich mir anmuten würde, ich gehe da schauen und schaue einem Jungen zu, ob er guten Unterricht gibt. Dazu habe ich Fachlehrkräfte. Und jede Fachschaft von uns ist geführt. Französisch, Engländer und so weiter. Und dort sind diejenigen, die dann sagen, wir nehmen fachlich die. Und die Abteilung sagt dann noch, wir schauen das Personelle an mit einem HR. Und dann gibt es gute Anstellungen. Und wenn ich das Gefühl habe, so jetzt kommt der große Master in den Unterricht, oder? Das funktioniert nicht. Ich bin auch dezidiert dagegen, dass Schulleitungen noch Unterricht machen. All die mehr, das sind die Traditionalisten und die Babyboomers, die das Gefühl haben, ich muss noch mit der Basis verbunden sein, damit ich weiß, wie es geht. Bitte, Kamin und Rauchen und Verbrennen. Das ist vorbei. Das funktioniert nicht. Es sind zwei völlig verschiedene Berufe. Das eine erfordert Didaktik, Methodik und so weiter. Und das andere erfordert Führungsverantwortung, Führungskenntnisse. Und es ist schlimm, wenn Leute didaktisch wunderbar sind, plötzlich in der Führungsarbeit versagen. Und dann haben sie noch mehr den Drang, wieder in die Schulstube zurückgegeben, dann gibt es ja noch ein bisschen Streicheleinheiten, weil sie daneben nicht funktionieren. Ich bin sehr hart in der Aussage. Aber ich habe das x-mal schon erlebt. Führungsarbeit ist nicht Unterricht. Und das muss man sich wirklich vor Augen führen. Und die Basis quasi zu spüren, stellen Sie sich vor, da hat eine Lehrperson irgendwie in einer Klasse drin Probleme. Und dann sage ich, okay, ich komme mal. Ich gehe rein, lahm fromm sind die. Und dann gehe ich wieder raus und sage dem Kollegen, wieso hast du Probleme? Schau mal, die sind ja gut. Ist doch nicht dasselbe, wenn der Schulleiter kommt, als wenn der Kollege drin ist. Die sind schon nur wegen dem ein bisschen anders, weil da ein Schulleiter plötzlich kommt. Es ist eine Illusion. Sie können mit der Basis verbunden bleiben durch ihre Kolleginnen und Kollegen, durch ganz bestimmte Konferenzen etc. Ich komme dann nachher noch darauf zu sprechen. Schulleiterinnen und Schulleiter nochmals Macht abgeben, also das heißt mit anderen Worten, die besten Lehrpersonen sind die Lehrpersonen und nicht diejenigen in der Leitung, Eigenverantwortung und die Autonomie. Und erst wenn sie sagen, hey Moment, das ist dein Problem, das ist nicht mein Problem, löst du das selber, ich kann dich coachen, aber mehr nicht, bringt sie dazu, dass sie nicht 30, 40, 100 oder noch mehr Lehrpersonen quasi wie eine Henne, die Kleinen unter dem, ja, quasi so, ich sag's mal, ein bisschen mit karitativem Touch ein Wohlgefühl geben, sondern dass sie sagen, hey, so wollen wir sein. Das ist Professionalität. Letztendlich ist die Demontage des Lehrerberufs den 68ern zugute zu schreiben. Wir haben es bestens verstanden, sage ich auch selbstkritisch, in den letzten 30 Jahren alles zu unternehmen, um unsere Professionalität in Frage zu stellen. Ich bin vor 2 Tagen hierher geflogen. Ich wäre doch mir nicht in den Sinn gekommen, beim Einsteigen kurz die Kabinentür zu öffnen und zum Pilot zu fragen, hast du die letzte Zwischenprüfung gemacht? Ich bezahle und der soll mich, das ist mein Vertrauen, der hat seinen Beruf. Fragen Sie den Arzt, ob wenn Sie beim Arzt sind, ob er überhaupt berechtigt ist, Arzt zu sein. Überall akzeptiert man die Professionalität. Und bei den Lehrern spucken alle in die Suppe. Das heißt mit anderen Worten, unser Selbstbewusstsein und unser Selbstverständnis können wir nur dadurch wieder erlangen, wenn wir uns auf dieses Geschäft zurückkonzentrieren, auf das, das wir beherrschen und nicht das Gefühl haben, wir müssen alles können. Und das ist natürlich lange, seit den 68er Jahren, gemeint gewesen. Alle können überall mitmachen, selbst die Eltern. Wir haben alle Eltern aus allen Räten rausgeschossen, weil wir festgestellt haben, die haben nur so lange Interesse, wie ihr Kind in der Schule ist. Und nachher ist das Interesse weg. Und vor allem haben sie das Interesse ihres Kindes, das kommt auch noch dazu, ist nicht repräsentativ. Die haben nichts mehr zu bestimmen. Das war ein langer Weg.
Aber heute sind sie als eigene Gruppe mit Ideen, die sie einbringen können über Gefäße, gefragt, aber nicht mehr in der Bestimmung, das heißt im Mitbestimmen. Das sind alles Dinge, die letztendlich auch die Politiker zu verantworten haben mit ihren enormen Reformen. Also ich plädiere dafür, bitte schauen Sie mit allen möglichen Mitteln, die Digitalisierung ist wirklich eine ganz ideale Zeit, um diese Souveränität wieder zurückzugewinnen. Sie müssen sich nicht überall und alles gefallen lassen, denn letztendlich sind Sie dazu ausgebildet. Die erhöhte Bedeutung von beziehungsförderlichem Verhalten, das ist nichts anderes als die Vertrauens- und Loyalitätsaufbau. Wenn Sie die Loyalität Ihres Kollegiums genießen, dann können Sie fast machen, was Sie wollen, auch gegen die Politik, auch gegen die Behörden. Aber wenn Sie nicht wissen, wie mancher das da drin sitzt, der nur darauf wartet, dass Sie irgendwo straucheln, dann kommt es nicht gut raus. Letztendlich denke ich, dass Sie sich eben auch überlegen müssen, was sind individuelle Bedürfnisse meiner größten Kohorte. Und wenn es die Leute sind aus der X-Generation, dann mache ich mal eine Veranstaltung, die genau diese Werte trifft, an denen Sie Freude haben. Also letztendlich das suchen und sich überlegen, das ist ja mein Publikum, das ich führe. Was brauchen die? Einige wollen mehr Coaching. Die wollen in dem Sinne Coaching nicht, hey, du bist gut und so weiter, sondern wenn du das und das noch machst, in dieser Weiterbildung hättest du dies und diese Chancen, was deine Karriere betrifft. Also das heißt, Silo-Denken abbauen und Innovation dadurch fördern. Innovation kommt nicht von alleine. Die Leute tun dann auf, wenn sie Vertrauen haben, dass sie auftun dürfen, ohne dass sie gleich zusammengestaucht werden. Und die erhöhte Kompetenzanforderung, kurz und bündig, das habe ich bereits erklärt, da geht es vor allem darum, dass sie selber kompetent werden. Und kompetent, bitte, ich bin in einen Monat wieder an einer ganz großen Tagung in der Schweiz. Und dort ist das große Thema wiederum auch diese Digitalisierung. Und eines haben wir festgestellt, auch an der WKS, es geht nicht darum, dass jetzt die das Word mit 10 Fingern beherrschen. Das hat mit dem nichts zu tun. Viel entscheidender ist eine umfassende Medienkompetenz. Wir haben gestern davon unterscheiden zu können, ist das eine Fake News? Medienkompetenz, wie sprechen die Jungen miteinander, was ist ein Chatroom und so weiter. Also das ist das Entscheidende. Dort muss man sich fit machen, wenn man in die nächsten Jahre schaut. Und das wird die Digitalisierung ganz, ganz stark bringen. Mit Unsicherheit und Komplexität umzugehen, wenn Sie mich fragen, Christian, Vivian, wie sieht die Schule in 3 oder 4 Jahren aus? Vor 10 Jahren hätte ich gesagt, ich weiß, wie sie in 5 Jahren aussieht. Heute sage ich in 3 Jahren, es gibt Tendenzen. Mehr sage ich nicht mehr. Es geht viel, viel schneller. Und ich habe Mühe mit unserem Kanton, mit dem Staat, wenn der sagt, so, jetzt haben wir einen Lehrplan, wir überprüfen den dann wieder in 8 Jahren. Wahnsinn! Oder? Was in 8 Jahren alles passieren wird, das ist eben dann das andere, oder? Die Schnelllebigkeit, die dazukommt, ob wir wollen oder nicht. Und nun zum zweitletzten Punkt, ich habe es Ihnen erwähnt, wie macht man das? Wie kann ich eine Kommunikationsstruktur an einer Schule aufbauen? Auch hier wieder Tipps, pragmatisch gesehen, wie wir es gemacht haben und wie wir Erfolg haben damit. Die Entwicklungsschritte einer Kommunikationsstruktur sind letztendlich 5 Schritte, die Sie Betty Bossi-mäßig, das ist bei uns ein Rezeptbuch, mit dem kann jeder kochen, auch wenn er nicht kochen kann, wenn er es genauso macht, wie es dort drin steht. Die eiserne Reserve. Und es funktioniert. Man ist noch nicht ein Künstler, aber das Menü stimmt. Bestimmen der Konferenzen und Sitzungen, bestimmen der schriftlichen Mitteilungen, bestimmen der Veröffentlichungen, was vor allem die externe Kommunikation betrifft, und jetzt ganz wichtig, bestimmen der sozialen Anlässe. Und dann der Punkt Nummer 5, definieren Sie dann darunter die sogenannten Substrukturen, die in den einzelnen Bereichen vorkommen. Das sieht jetzt relativ einfach aus. Ich zeige es Ihnen als Schaubild. Ich habe übrigens ganz am Schluss eine Folie. Auf dieser Folie ist dann der Link zu meiner Dropbox, wo Sie das ganze Referat abholen können. Kein Problem. Und ich habe es, weil Dropbox immer so komische Themen sind, habe ich für Sie alle ein ganz kleines Zettelchen mitgemacht und dort ist es aufgeschrieben. Also Sie haben einen, okay. Das will ich noch sagen, weil ich habe gesehen, dass da einige zu schreiben beginnen, oder wie wild, oder? Das ist nicht nötig. Vor allem, dass Sie auch das da sehen, dann ein bisschen größer. Schauen Sie jetzt mal, was ich meine mit Konferenzen und Sitzungen. Wir haben uns die Mühe genommen und gesagt, welche Gefäße, und jetzt sind wir bei den Kommunikationsgefäßen, ob jetzt digital oder nicht, ist dann nur noch die Form, das sieht man dann auch hier. Ich muss weiter oben beginnen. Welche Kommunikationsgefäße kennen wir an der WKS? Wir haben ganz links der Verwaltungsrat, der Aufsichtsrat, wäre ein Schulrat, die Schulkonferenz, die pädagogische Konferenz, Geschäftsleitungssitzung, das Kadermeeting, bis und. Das sind unsere institutionalisierten Gefäße.
Nicht mehr und nicht weniger. Und wenn ich die dann abschließend aufgezählt habe, zweiter Schritt. Ich definiere, wer nimmt daran teil. Ich strukturiere das. Dann wissen allejenigen, und das da ist bei uns im Qualitätshandbuch, das finden Sie dort, ist offiziell. Und dann weiß die Person, die neu dazukommt, aha, wenn da steht, Sie haben eine Aufsichtsratssitzung, dann sind die dabei. Wo muss ich meine Anliegen einbringen? Ich mache eine Struktur, damit das JKMI, jeder kann mitmachen, aufhört. Das ist der Tod jeder Kommunikation. Sie sehen auch, wer führt diese Sitzung? Der Vorsitz ist definiert. Und dann weiß haargenau auch jeder von dem, ah, diese Sitzung wird geleitet. Und wenn diese Person mal nicht kann, muss sie schauen für die Stellvertretung. Aber es gibt keine Sitzung ohne Leitung. Das ist eine Katastrophe, weil meistens wird dann um irgendetwas passiv rumdiskutiert, das letztendlich keine Veränderung bewirkt. Und in Deutschland spricht man eher von einer Tagesagenda, in der Schweiz spricht man Traktanden. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Begriff kennen, wir kennen den Begriff Agenda nicht. Das heißt die Besprechungspunkte. Gibt es eine Liste, aufgeschrieben, was wird an dieser Sitzung besprochen? Und was, noch etwas bei uns, was nicht auf der Traktandenliste ist, hat keinen Platz an dieser Sitzung. Und wenn es jemand verschläft, rechtzeitig, die werden meistens je nachdem 14 Tage, manchmal 4 Tage, kommt auf die Bedeutung an, auf die Größe der Gruppe, wird diese Liste als Einladung geschickt. Und vorher heißt es, bis dann können Sie anmelden, was, damit man die Sitzung strukturieren kann. Und jetzt kommt einer unter verschiedenem und dann stelle ich fest, oh, das gibt Viertelstunde oder es ist etwas, sorry, bitte, das nächste Mal gibt es einen Sekretariat. Und nicht auf die Diskussion eingehen. Sonst fehlt Ihnen immer die Zeit für die wichtigen Dinge. Dann der Rhythmus. Wie häufig sind Sie? Gibt es eine Geschäftsordnung? Geschäftsordnungen sind bei uns wichtig, weil nicht alle bei jedem Gremium mitbestimmen dürfen, mit Stimmrecht. Zwar mitdiskutieren, aber nicht mitbestimmen. Das hat zum Teil auch gesetzliche Vorlagen. Das ist völlig klar. Das kann man hier definieren. Wird darüber ein Protokoll geführt? Ja. Und ganz wichtig, was die Kommunikation betrifft, der Verteiler. Wer hat Zugriff auf dieses Protokoll? Und wenn Sie das da auf einem A4-Blatt, das sieht so einfach aus, das ist ein langer Prozess, das hinzukriegen, ein halbes Jahr müssen Sie mit den Leuten arbeiten, um wirklich nichts zu vergessen und dann ein paar Mal auch anpassen. Aber wenn Sie das dann haben mit diesem Verteiler, dann wissen Sie ganz genau, alle Leute haben über die Kommunikationsgefäße an der WKS den genau gleichen Wissensstand. Das ist jetzt Information. Und Sie können nicht sagen, ich habe keine Möglichkeit. Doch, informier dich. Schau, so sieht es aus. Es lohnt sich, diese Arbeit zu machen, diese Struktur aufzubauen. Das sind Konferenzen und Sitzungen. Und hier gibt es nichts per E-Mail, nichts Digitales. Ganz wichtig. Das ist Face-to-Face. So wie jetzt da. Ich kann keine Konferenz und keine Sitzung, außer wenn ich Skype-mäßig unterwegs bin, das ist etwas anderes, kann ich an einer Schule quasi durch die Digitalisierung ersetzen. Jetzt kommt etwas anderes. Punkt Nummer zwei, das wäre der zweite Schritt. Ich definiere meine Mitteilungen schriftlich. Und jetzt sehen Sie hier auch, es gibt verschiedene, die WKS-Agenda. Es ist nichts anderes als, was läuft über das ganze Jahr? Was sind die entscheidenden Termine von den Prüfungen, Sitzungen und so weiter? Die werden hier durchs Sekretariat geführt und Sie sehen elektronisch im Intranet jederzeit nachschaubar und nachschlagbar. Kann keiner sagen, ja, ich habe vergessen, einen Gesprächswunsch einzugeben, weil ich nicht wusste, wann die Sitzung ist. Stimmt nicht. Diese schriftlichen Mitteilungen vom Kommuniqué, Inform, das ist eine interne Hauszeitung, Mitteilungen, Infos und Meldungen, Sie sehen, laufen nach Bedarf elektronisch und zwischendurch das Inform, das ist ein Brief, den erhalten bei uns auch die Seniorinnen und Senioren, das sind diejenigen, die mal an der WKS waren, diese Gruppe wird immer größer, weil die Leute älter werden und die wollen wissen, was an der WKS läuft und wir pflegen die einmal im Jahr mit einem sozialen Anlass und die wollen informiert werden, da hat es 80-jährige Leute dabei, tatsächlich, die haben zum Teil noch keine E-Mail, also steht hier auch Papier. Und dann weiß man, okay, die erhalten es noch per Papier. Jetzt bin ich bei der Zielgruppe. Und deshalb steht da zum Teil auch elektronisch und Papier, weil ich verschiedene Zielgruppen angehen will. Die Veröffentlichungen, das ist das, was nach außen geht. Geschäftsbericht, Vademecum, Steckbrief und so weiter, können Sie alles auf der Homepage nachschlagen. Dann
die sozialen Anlässe. Auf die will ich noch ganz kurz eingehen. Wenn Sie eine Kommunikationskultur aufbauen wollen, müssen Sie auch die Kommunikation im Sinne der sozialen Anlässe strukturieren. Und es macht Sinn, dass Sie den Kollegium Raum und Zeit geben, wo man über etwas anderes plappern kann, als nur über die offiziellen Themen in Konferenzen und Sitzungen. Und hier sehen Sie das Sommerfest. August, letzte Woche der Sommerferien. Das ist definiert. Wenn die Leute zu uns kommen, oder, dann will ich nicht, dass die am Montag ankommen und noch den Schlaf in den Augen haben, weil sie erst kürzlich von Mallorca zurückgekommen sind, mitten in der Nacht. Die sollen am Donnerstag, Freitag in der Vorwoche landen bei uns. Und dann sind sie am Montag auch angekommen. Und das hat viele Vorteile. Und dann machen wir jeweils die grosse Schulkonferenz, Sie sehen, die ist da drin, Schulkonferenz, und die, Entschuldigung, bei den Anlässen, und machen dann am Abend das Sommerfest. Und das Sommerfest heißt, so, jetzt seid ihr gelandet, und da machen die Leute zu 80% mit. Es ist ein reiner sozialer Anlass. Sie sehen auch hier Einladung über E-Mail, die Senioren über die Post, das sind die Ältesten, oder? Dann, das meiste ist dann E-Mail auf dieser Ebene, weil die E-Mails-Adressen von uns haben. Die Teilnahme ist immer freiwillig. Und heute streiten sich die Leute darum, darf ich mitmachen oder nicht. Warum? Da kann ich über die Ferien sprechen. Ich kann darüber sprechen, jetzt hat er wieder wirklich eine Extrawurst gehabt, jetzt spinnt er wieder unser Direktor. Auch das, Psychohygiene. Es muss alles Platz haben. Und glauben Sie mir, wenn Sie sich dort selber dann auch unter diese Leute mischen, Sie bekommen plötzlich ein ganz anderes Feeling auch zu dem, was die Leute wollen, tun, wie sie ticken. Und das ist für mich etwas ganz Zentrales. Überlassen Sie den sozialen Zusammenhalt nicht dem Zufall. Sonst gibt es Peergroups. Da treffen sich einige, da treffen sich einige und plötzlich haben Sie Spannungen. Die einen gegen die anderen. Das müssen Sie organisieren. Das ist meine Botschaft. Die Steuerung des Kommunikationsverhaltens zum Schluss. Kommunikation muss und nicht kann gesteuert werden. Am besten ist es, eine Kommunikationskarte zu erstellen. Sie erhalten ja von mir die Unterlagen, da ist sogar noch der offizielle Link drin. Wenn Sie dort auf diesen Link klicken, dann erhalten Sie unsere Kommunikationskarte. Die haben wir erarbeitet, sind 3 oder 4 Seiten. Und was haben wir geregelt? Wie spricht man miteinander? Wie schauen wir, dass diese Verhaltensregeln eingehalten werden? Gibt es Erwartungen? Wie läuft die informelle Kommunikation und wie sehen die Kommunikationsgefäße aus, die ich Ihnen gerade erklärt habe? Das ist in dieser Charta. Ein Beispiel dazu. Mail. In wie vielen Tagen beantworte ich eine Mail? Da kann man sich darüber streiten. Wir haben das ausgehandelt, alle miteinander haben gesagt, 3 Tage. Wie die gute alte Post. Aufgeben, antworten und zurück. Und jetzt kommt eine Lehrperson und gibt sie nicht zurück. Dann wird interveniert. Das ist ganz wichtig. Warum hast du? Ja, ich habe den Inhalt, ich kann noch die Antwort noch nicht geben. Dann lernt sie es relativ schnell. Doch, du bestätigst, dass du die Mail erhalten hast und schreibst in deine Mail, inhaltlich brauche ich noch ein bisschen Zeit, du kannst in 2 Wochen etwa die Antwort erwarten. Aber ich bestätige, dass ich die Mail erhalten habe. Und nicht einfach ins Leere laufen. Das sind Dinge, die sind ganz, ganz wichtig und die sind hier geregelt. Oder steht ein Satz drin, es wird nichts geschrieben, was ich nicht face-to-face jemandem ins Gesicht sage. Das ist eine Verhaltensregel. Und ich glaube, ich kann Ihnen sagen, diese Charta gilt für alle 6.500 Angestellte. Für alle. Die erhalten Sie beim Eintritt, auch wenn Sie bei uns einen Kurs besuchen. So sprechen wir an der WKS miteinander und nicht anders. Ich habe, was das betrifft, keine Schwierigkeiten mehr mit Kommunikation. Die soziale Kontrolle, das wäre dann die Sicherung. Auch untereinander. Hey, du hast nicht geantwortet, etc. Ich weiß ja nicht alles. Bei uns ist zum Beispiel das CC nicht verboten, aber auf die richtige Stufe zurückgesetzt worden. Wenn wir feststellen, dass wir CCs erhalten, die uns nichts nützen, melden wir das, nimm mich weg von der CC-Liste. Ich werde eingeschüttet mit Müll. Das BCC ist bei uns verboten. Entweder muss der Empfänger sehen, dass ich jemand anderen auch noch bediene, das ist korrekt. Aber quasi, dem wische ich eins aus und gebe dem Chef noch eines, das gibt ein Gespräch. Das gibt es nicht. Hat mit Kultur zu tun. Jetzt verstehen Sie vielleicht auch meine eingangs erwähnte, überzeugte Auffassung, dass Kommunikation sehr viel zu tun hat mit Kulturaufbau. Good Practice, letzte Folie. Zusammengefasst, was ist mir aufgefallen in diesen letzten 15 Jahren? Mir ist aufgefallen, dass die Zielgruppe Information
Und zwar in diesem Sinne, nicht alle müssen alles wissen. Gewaltige Erleichterung bringt. Und plötzlich merken Lehrpersonen, hey, ich kann meinem direkten Vorgesetzten vertrauen, dem Nächstvorgesetzten auch noch und so weiter, weil sie so groß sind. Ich muss doch nicht alles wissen. Und dann gibt es weniger Mail, es gibt weniger Informationen, es gibt mehr Raum und Zeit zum Denken. Und das ist in meinen Augen wichtiger. Also sich überlegen, wo eben mit einer Struktur, ich habe es Ihnen vorhin gezeigt, können die Leute welche Informationen für sie relevant holen. Die zielgruppenorientierte Informations- und Kommunikationsmedien schaffen, keine Redundanzen schaffen. Nichts ist so schlimm und tödlich, wie wenn sie Mails machen und gleichzeitig auch noch die Post bedienen. Solange die Leute denken, ja, jetzt ist eine Mail gekommen, aber es ist nicht wichtig, es kommt sicher noch ein Brief. Schauen Sie die Mail nicht an. Unsere Lernenden müssen sich für die Prüfungen per Intranet anmelden. Und wenn sie den Termin verpassen, nächstes Jahr wieder. Das gibt's. Gibt keine Ausnahme. Erst dann bekommt das einzelne Kommunikationsmedium seine Bedeutung. Die Regeln, Vorbildfunktion gelten auch für Sie als Schulleitung. Das Verhalten, ich habe es vorhin gesagt, konsequent durchsetzen ist eine Führungsaufgabe. Der sachliche Meinungsaustausch, vor allem über elektronische Medien, das braucht nicht face-to-face sein, Intranet und so weiter, auch das Hall-Prinzip beachten und, ganz wichtig, führen Sie das Telefon wieder ein. Ich habe festgestellt in den letzten 2 Jahren, dass das Telefon in Vergessenheit geraten ist. Wenn Mails kommen oder hey, telefonier mir. Erstens geht es kürzer. Zweitens habe ich die Möglichkeit einer Kommunikation. Ich habe etwas nicht verstanden. Du, wie meinst du das? Und nach Schulz von Thun sind sowieso 85% aller Gespräche Missverständnisse. Kann ich bei einer Mail nicht machen, dann steigert man sich in etwas rein, weil ja der Empfänger interpretiert, was der andere, der Sender, wohl gemeint hat. Also das Telefon hat einen ganz, ganz hohen Stellenwert an der WKS wieder. Und dann Face-to-Face, dort, wo es um schwierigere Gespräche geht. Der Informationsaustausch mit Lernenden, da empfehle ich Ihnen professionelle E- und Lernplattformen. Wir haben an der WKS selber eine entwickelt. Das ist der einzige Werbespot, den ich mache, wenn Sie sich bei uns melden. Wir haben die mittlerweile so veredelt, dass wir sie auch verkaufen. Und zwar haben wir sie Windows-like gemacht. Die Basis ist Moodle und dann eine Windows-Oberfläche darüber, damit unsere Lehrpersonen nicht realisieren, hey, das ist Moodle, das ist zu kompliziert. Die bedienen das wie ein normal. Es ist völlig klar, bedienen das wie den Explorer, oder? Wir haben dort etwa 300.000 Franken investiert und haben diese Lernplattform selber entwickelt und heute vertreiben wir sie auch erfolgreich in der gesamten Schweiz zu vernünftigen Preisen. So, das war ja der einzige Werbespot gewesen, aber wieso soll man Gutes tun und nicht darüber sprechen? Und damit bin ich bei dem, was ich gesagt habe. Das bin ich, das ist die WKS-Adresse und so sieht eben dieser blöde Link von Dropbox aus und damit Sie sich da mit den Prozenten nicht verschreiben, habe ich in meiner Tasche, ich nehme sie gleich hervor und lege sie dann da vorne aufs Pult, so ganz kleine Zettelchen mit genau dieser Folie drauf. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.